Ja, die Landwirtschaftsschule in Glessheim, die unterstützt uns da beim Aufforsten in der St. Georgenau. Und jetzt füllen wir die Bestandslücken wieder mit standortgerechten Pflanzen. Es ist wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch hier diesen Umgang mit einem Auenwald lernen. Wir denken oftmals, und das ist ganz wesentlich, mit Wirtschaftswald, mit Ertragswald. Hier ist das Gegenteil, aber wir haben die gleichen Probleme. Hier ist Eschensterben, hier sind Schwämme, die große Bäume zum Umfallen bringen. Und wenn wir hier nicht nachhelfen, dann passiert hier an diesen offenen Flächen längere Zeit nichts. Es ist gar nicht so einfach, wieder aus der Naturverjüngung hier Wald entstehen zu lassen. Und die Hilfestellung der Schülerinnen und Schüler ist ja wirklich exzellent. Also mir gefällt es gut, weil wir setzen da die Bäume halt für nein, Wald vor der Au, weil durch das Eschentriebsterben da die ganzen Bäume ausfallen und durch das ist die Flächen eigentlich nur mehr sicher wegen Hochwasser. Ja, wir machen jetzt eben einen Verbiss- und Fegeschutz, dass die Bäume, die was wir jetzt einsetzen, dass die einen Schutz haben gegen die Rehe. Wir haben es jetzt in der Schule, in der Theorie schon gelernt, in der dritten Klasse, die ganzen Schutzmittel, was man machen kann. Aber ich habe das erste Mal jetzt eigentlich da gemacht in der Praxis. Naja, Landwirtschaftsschule ist sowieso schon mal sehr praxisorientiert und die Burschen und Mädchen haben natürlich arbeitstechnisch super auf Zack und macht eine Freude, mit denen zusammenarbeiten.